geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes. Ich mache gleich Fahrstunde mit Emre. Wir machen so ein bisschen Prüfungsvorbereitung. Ich habe den als Fahrschüler übernommen. Ich freue mich darauf. Los geht's. Mikro hat mich gerade einfach verlassen. Ist kurz auf den Boden gefallen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Life is life. Nein, das Leben. So, das ist so wie das Leben. Ja, das Leben ist so, ne? Manchmal, man fällt runter, man kommt wieder hoch. Ist so. Und hoffentlich kommt das Mikro auch wieder hoch. Da ist es so. Ja, ja. Sieht ganz gut aus. Ich bin, das nervt mich immer so. Ich muss mal gucken, wo ich das hier... Da habe ich mich noch nicht ganz... Ich habe die Türen nicht richtig zugemacht, ey. Jo, das stimmt. Ich bin aber auch einer, ey. Ja. Fängt das schon gut an, ne? Alles gut. Dann macht ihr erstmal genau ein bisschen Strom an. So. You let me crush you. 23 Grad, richtig karibische Temperaturen hier. Ja, geht voll, ne? Ich noch nie in meinem Leben so früh aufgewacht, ne? Ist das so? Nee, aber war hart. Ehrlich? Ich musste heute auch so nachts nochmal wach sein, um so ach zu ja, essen. Ja, ist ja, ja, genau, dann hast du, da musst du, genau. Gut, das ist natürlich anstrengend. Ach, für dich alles. Tschakalaga. Beim letzten Mal habe ich mir angeguckt, wo wir so stehen, ne? Da sind wir so ein bisschen ja auch durch Werne gefahren und so weiter. Ich zeige dir heute Teile von Prüfungsstrecken. Mhm. Mir geht es darum, dass bei allem, was wir heute machen, sind auch zwischendurch Straßen, wo du nicht reinfahren darfst und so weiter, ja, dass wir so schnell wie möglich dahin kommen, dass du checkst, was der Prüfer von dir sehen will in der Prüfung. Ja? Ich weiß, da ist ein riesen Gap zwischen Real Life und Prüfung. Und meine Aufgabe ist ja nicht, irgendwie da Autofahren, bei, das machst du, sobald du im Führerschein hast, fährst du eh, wie du willst. Geh stark von aus einfach. Ja, wir wollt, ne? Ja. Aber mir geht es halt darum, dass ich dich da safe durch die Prüfung bringe. Das wär schön. Das ist mein Job. Und dafür, ach so, okay. Dafür zeige ich dir jetzt halt ein paar Sachen, wo du halt vorher immer drauf reagieren musst. Okay. Wenn wir gleich in den Situationen sind, wirst du sehen, was ich meine. Mhm. Okay, wenn du dir alles eingestellt hast und du sagst, soweit ist alles safe, Kupplung drücken, dann ziehen wir hier los. Guck, Sprit haben wir auch noch ein bisschen. Ach schön. Ab geht's, oder? Jo. Was interessant ist, ist tatsächlich, ich mache ja jetzt noch nicht so lange wieder Fahrstunden. Mhm. Aber hast du eine Pause? Ja, ja, ich habe eine Pause gehabt. Klar, ich glaube anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder so. Mhm. Also zwischendurch bin ich immer mal wieder kurz gefahren. Wir fahren übrigens links weiter. Ah, okay. Aber nicht wirklich viel. Dass die Handbremsen alle automatisch losgehen. Also du musst dich ja gar nicht mehr darum kümmern, dass das Ding irgendwie losgeht oder irgendwas. Das ist so. Das ist schön. Das ist Luxus. Wenn du schaltest, lass dir von vornherein so viel Zeit, dass du beim Schalten nicht den hier machen musst. Ja, ja. Ich zeig dir jetzt als Beispiel, nur einmal lass uns direkt so richtig professionell starten. Wenn du jetzt in den dritten gehst, lass dir doppelt so viel Zeit wie sonst. Okay. Also drück die Kupplung, dann rollst du ein bisschen, aber bleib oben mit deiner Kappe, genau. Tausendmal besser. Sah gut aus, oder? Sah gut aus und der Prüfer guckt, was du machst, weißt du? Mhm. Und wenn du den hier machst... Dann will ich sehen, dass ich so für 20 Minuten nach unten schaue, um zu checken, wo ich bin. Du siehst halt direkt einen qualitativen Unterschied, wenn du dich so präsentierst oder wenn du runter guckst. Wir fahren gleich links weiter. Zack, 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 die Sache läuft. Gut. Genau, dann hast du hier Zeit ohne Ende, in Ruhe schalten. Probier auch ruhig, wenn du stehst. Also taste dich jetzt ruhig nach vorne. Jetzt hier siehst du ja sowieso nichts rechts und links. Auch wenn du stehst, mach das ruhig so, dass du versuchst, mit deinem Kopf oben zu bleiben. Mhm. Immer im Geschehen bleiben. Hast du gemerkt den Blick? Ja, scheiße. Du musst dich darauf konzentrieren. Das ist wirklich automatisch, aber das kriegen wir hin. Deswegen habe ich gerade gesagt, doppelt so viel Zeit lassen wie sonst. Das ist nicht schlimm, aber das ist tausendmal besser. Ja, der dritte finde ich viel entspannter. Egal, 1, 2, 3, wir kriegen das bei allen hin. Peng. So, außerorts? 100. Ja, weiß jetzt nicht, ob 100 Sinn macht, aber ein bisschen so 60, 70, vierte Gang ist schon mal... angemessener. Ja, dann sieht der Prüfer, du hast das gesehen. Wenn du im dritten bleibst, denkt er sich, was macht er jetzt hier, was ist los? So, lass mit dem. Ja. So, jetzt Kupplung drücken, rollen lassen. So nämlich. Genau. Die Hände nimm ein bisschen weiter runter, dass du so bei... Bisschen so locker. Ja, weil wenn die so weit oben sind, kannst du auch nachher nicht so gut reagieren, wenn irgendwas passiert. So hast du mehr Spiel. Aber da oben kannst du den hier machen. Ja, bei dem Schild am besten bei der Geschwindigkeit sein und dann fahren wir gleich rechts weiter. Bereite jetzt schon so ein bisschen vor, so spiegeltechnisch, dass du so anfängst zu beobachten. Ein bisschen Seitenblick hier und dann schmeißt einen Blinker schon an, dass der hinter dir weiß, was unsere Idee ist. Genau. Viele Fahrschüler, kann ich dir jetzt schon mal sagen, schalten hier gedanklich so ein bisschen... Auf zwei? Nee, gedanklich einfach so ein bisschen in den Standby, weil da sind ja zwei Ampeln. Mhm.
und die eine ist jetzt aus. So, und im Idealfall beobachtest du jetzt trotzdem, obwohl wir hier stehen, die zweite Ampel. Ja, macht ja mehr Sinn. Sehe ich ja besser als die hier vorne. Ja, aber, nee, ich meine die da rechts, weil sonst kriegst du zwischendurch gleich einen grünen Pfeil. Was? Siehst das nicht, weil du auf die rote Ampel guckst. Ach so, ja, okay. Das meinte ich jetzt. Und jetzt kannst du los. Gutes Beispiel. Ja, und viele Fahrschüler bleiben dann hier stehen. Der Prüfer denkt sich dann so, was machen sie? Ja, was soll das denn, ey? Aber ist nicht schlimm, fällt es deswegen nicht durch, aber... Aber es sieht besser aus. Genau. Langsam, locker, zweite gelangt. Genau. Und oben bleiben mit dem Kopf. Korrekt. Hände ein bisschen weiter runter. Korrekt. Ruhig dritte Gang schon, ne? Ja, bleib weiter am Gas, zieh weiter durch, bis du bei 70 bist. Und dann direkt wieder Zeit lassen, Kupplung, vierte Gang. Gut, Diesel, gut. Jetzt musst du wieder entscheiden, passt 70, passt es nicht. Lieber erstmal nicht so. Ja, guck mal die Schilder auch. Ey, du bist echt gut in deinem Job, ey. Check mal die nächsten Schilder. Ey, krass. Jetzt kannst du direkt von 4 nämlich in 2 gehen. Ja, ruhig ein bisschen links rüber zu dir. Genau. Check deine 30. Yes. Warum war hier 30? Erinnerst du dich? Wegen der Baustelle. Gut, wenn die Baustelle vorbei ist, ist das mit den 30 vorbei. Dann darfst du so schnell fahren, wie du vorher fahren durftest. Schön. Vor den 30 standen allerdings 50. Ja. Das heißt, also ab jetzt Baustelle vorbei, dann nimmst du wieder ein bisschen Gas und nimmst den dritten Gang. Genau. Das musst du alles in der Prüfung alleine regeln. Mhm. Weil... Da darfst du mir nichts sagen. Nee, und dem Prüfer geht es halt darum, der beobachtet, wie du beobachtest. Dann geht es nicht darum, dass du hier schaffst, 50 zu fahren. Das ist dem Peng. Ich muss einfach alles checken, das ist das Wichtigste. Und das checkst du nur als Eingangsschild, siehst du. Wir bleiben auf dieser Spur übrigens, weil wir gleich links abbiegen. Okay. Kannst du schon Spiegel wieder beobachten. Zack, 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 Blinker links. Genau, und bleiben auf der Spur hier. Das kriegst du nur hin, wenn du dir Zeit lässt. Ich weiß, das ist als Fahrschüler immer so Käse, weil... Nimm ruhig einen zweiten Gang. Ja, nimm nochmal einen zweiten Gang. Genau. Das kriegst du nur hin, wenn du dir Zeit lässt. Aber als Fahrschüler will man immer so, ja, du willst nicht den Verkehr aufhalten, du willst auch so ein bisschen mitfahren. Und ein bisschen. Ja, ja. Je eher du das aus deinem Kopf kriegst, je leichter hast du es. Weil dem Prüfer kommt es nicht darauf an. Selbst wenn du Auto fahren könntest, würde der nicht sagen, oh toll, wie flüssig sie und schnell sie hier durch den Verkehr fahren. Ja, ja. Sondern dem kommt es nur darauf an, wie du guckst. Und dafür brauchst du einfach Zeit. Ja, jetzt in Ruhe, erster Gang, ne? Weil du unter 10 bist. Zeit lassen. Korrekt. Ja, das war ein bisschen zu hoch gezogen. Ja. Jetzt von mir aus kannst du das machen. Aber wir müssen gucken, dass wir das bis zur Prüfung so hinkriegen, dass du umweltschonend fährst. Rechts fahren wir weiter. Du bist zu schnell. Viel zu schnell. Nicht von der Geschwindigkeit, du darfst 50 fahren. Ja. Du bist zu schnell für die Moves. Oh. Alles gut. So, guck mal, jetzt biegen wir mal ab wie so ein Rentner hier. Also Zeit lassen, kein Gas geben. Ganz locker. Genau. So. Dann checkst du die Schilder, hier steht nichts. Dann darfst du wie schnell fahren? 50. Okay. Lass ein bisschen Gas geben. Und jetzt Kupplung, rollen lassen, dritte Gang. Korrekt. Wieder hinter dir kontrollieren. Genau. Hände wieder so. Siehst du die nächste Ampel? Gut an. Ja. Nimm Gas weg. Das ist vorausschauen. Wenn du jetzt schon Gas wegnimmst, sieht der Prüfer, wie weit du vorausschaust. Mhm. Wenn du das erkennst, herzlichen Glückwunsch, dann hast du jetzt eine Chance, im dritten Gang weiterzufahren. Muss nicht pennen, runterschalten und so weiter. Und das ist das, was ich versuche dir zu vermitteln, dass du sehr schnell verstehst, dem Prüfer geht es nicht darum, dass du schaffst, hier 50 zu fahren. Ja. Sondern wenn du sowas machst wie das, dann sieht der, oh, gut ausgebildet, der Junge hat es drauf, er guckt weit nach vorne, ich habe keine Bauchschmerzen, hier ist Ihr Führerschein, jetzt Glückwunsch. Aber wenn du so struggles, Stress machst, schnell bist, dann hast du Stress, er Stress. Ja. Das ist kein cool. Den Kreisverkehr siehst du? Mhm. Dann bereite das jetzt schon vor. So, check hinter dir, wer da so ist. Dann bremst du gut runter. Genau, Kupplung schon durch. Weiter bremsen, erstmal unter, locker unter 30. Ruhig ein bisschen härter bremsen, sonst bist du zu schnell. Genau. Dann alle Füße lösen. Wir fahren die dritte wieder raus und rollen. Auf gar keinen Fall Gas geben. Also locker weiterrollen. So, jetzt in Ruhe Spiegel gucken, blinken. Hier nochmal so einen Seitenblick raus. Scheiße, cool.
Ja, und dann fährst du. Guck mal weiter die Schilder, wie schnell man hier fahren darf. 30. Genau. Lohnt sich also nicht, Gas zu geben, in den dritten Gang zu nehmen, kannst du direkt von vorne einmal 30 bleiben. Vielleicht kannst du dir merken, 3:15. Also ja, ungefähr so. 2:10 ist schon so. Naja. Da fahre ich ein bisschen wie so ein Deutscher so. Ja, so musst du machen. Ein richtiger Kartoffelmovie. Guck mal, da vorne, der Mercedes, der da steht, dieser ja, silberne, ne? Der steht so halb-halb. Ja. Siehst du das? Wenn du an dem vorbeifährst, empfehle ich dir, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ja. Mach mal. Kein Blinker. Kein Blinker. Nur ein Schulterblick noch. Genau. Und dann gehst du vorbei. Cool. Und wenn du jetzt zurückgehst, Spiegel, Spiegel, dann ist gut. Wenn du da vorne vorbeifährst an diesem komischen Ding, ja, dann tick den Blinker mit an. Beeil dich aber nicht. Mhm. Also wieder Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Genau. Und wieder ganz raus. Und wieder Spiegel, Spiegel. Innenspiegel schön beobachten. Siehst du was? Erster Gang. Kupplung, 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 Kupplung. Weil du nichts siehst. Erster Gang. Wenn du im zweiten vorbeifährst, bist du viel zu schnell. Wenn da einer rauskommt, musst du eine Vollbremsung hinlegen. Und das ist nicht gemütlich. Genau. Und dann sagt der Prüfer wieder, so, ja, ja. So, der steht ganz auf der Straße. Mhm. Wenn du an dem vorbeifährst, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker. Mhm. Anticken, wenn es geht. Ja, probier mal, den Blinker gleich bei dem nächsten, übernächsten Fahrzeug, ist egal, anzuticken. Also nicht einzurasten, sondern nur so. Also einen kleinen Tipp zu geben. Genau. Das wird eng mit ihm. Entweder du wartest oder du hast es gleich schwer. Ich warte. Dann bleib stehen. Klar wartet er, weil er keinen Bock hat, das schwer zu haben. Okay, wenn er das so deutlich macht, dann kannst du langsam fahren. Spiegel nochmal kontrollieren. Und jetzt probier mal den Blinker anzuticken. Genau, und dann fährst du raus. Gut. Hast du gemerkt, wie viel Zeit du dir hier gelassen hast? Mhm. Das ist perfekt für die Prüfung. Ach, schön. Schneller ist schlechter. Ja. Zweiter Gang, nicht mehr Gas, nur zweiter Gang. Jo. So, wenn du an dem vorbei willst, gleiches Spiel wieder. Innen, außen, Schulterblick, Blinker. Anticken. Ich würde nicht viel Gas geben, weil dahinter ist alles unklar und wuselig. Genau. Kannst du was sehen? Erster Gang. Weil du nichts siehst, du musst ja hier rüber. Und wenn jetzt einer kommt, darf der ja, Kupplung hast du? Ja. Wenn jetzt einer kommt, muss der ja um dich drumherum hier reinfahren können. Oh ja. Sonst hast du ihm die Vorfahrt genommen. Das will ich nicht. Nee, ich auch. Vor allem nicht in der Prüfung. Okay, locker. Und zweiter Gang. Korrekt. Wusstest du, dass in den Dingern Benzin ist? In den Dingern? Mhm. Nö. Nee. Ja, wenn das wäre einfach so Deko gewesen. Wenn da einer einen Böller reinschmeißt, dann knallt es auf jeden Fall. Boah, ja, Silvester habe ich jetzt einen Plan, ne? Ja, gut, aber ruf mich an, dass ich auf jeden Fall in Österreich bin. Ne? Okay, safe. Guck mal, ganz du hast Vorrang, ja, heißt aber nicht, dass du Vorfahrt hast. Das meinte ich damit. Mhm. Das heißt, du dürftest, wenn keiner kommt, erster Gang und dann Zeit lassen, nicht beeilen. Schön schleifen mit der Kupplung und locker hier durch. Gut. Ihr vorausschauen, da du das siehst, jetzt fährt sie auch, ist nicht schlimm. Ausweichen ist jetzt nicht so eine gute Option. Ja. Stehen bleiben ist eine gute Option. Nicht ausweichen. Ja. Genau. So. Jetzt braucht sie keine Panik haben, die wird sich sogar bedanken, beobachte das. Ja, danke auch. Ja, und langsam weiter. Weißt du, wie viel Abstand du zu Fahrradfahren haben musst, wenn du fährst? Innerorts oder außerorts? Innerorts 1 Meter? 1,50. 1,50 und außerorts 2 Meter, ne? Genau. Ja. Zweiter Gang. Guck mal, das rechts vor links hier, ne? Mhm. Da kannst du ja 5 Kilometer reingucken. Genau. Du darfst trotzdem kein Gas geben. Deine Füße müssen über der Bremse und über der Kupplung sein, wie bei so einer Katze. Nicht bremsen, ja, sondern nur da drüber legen. Ja, einfach so bereit sein so. Genau. Kann ja sein, dass jemand 200 da so rüber wird. Also. Ja, das nicht. Dem Prüfer geht es eher darum. Der muss ja bewerten, wie du bei rechts vor links vorbeifährst. Mhm. Und wenn du bremsbereit bist, ist das richtig. Wenn du gasbereit bist, nicht so. Fahr vorausschauend. Fällt dir was auf? Mhm. Was? Ja. Ist unübersichtlich. Erster Gang. Spiegel kontrollieren, blinken, sonst weiß noch keiner, was du willst. Blinken? Ja klar, wir fahren ja links, oder nicht? Ach so, das hast du nicht gesagt. Nee, hab ich nicht, weil das musst du alleine machen. Geradeaus ist ja verboten. Mhm. Fährst du da rein, ist die Prüfung direkt vorbei. Ist over, ja. Genau. Nicht ausweichen, stehen bleiben. Einfach stoppen. So, so. Genau. Weil wo?
Wo? Jetzt kannst du in den Spiegel gucken, dass dich keiner überholt, dann locker wieder weiter. Aber immer schön Abstand zur Linie. Abstand. Wenn es nicht geht, bleib stehen. Mehr kann sie nicht machen. Aber passt doch. Spiegel gucken, genau. Und zweiter Gang. Bisschen links rüber. Genau. Nicht beeilen. Siehst du was? Mhm. Ich sehe nichts. Wie viel siehst du was? Ja, deswegen ja. Erster Gang. Genau, weil du nichts siehst. Ja. Nice. Und dann links. Hier richtig blinken jetzt, ne? Weil wir ganz normal abbiegen. Diese Antik-Version ist nur, wenn mal so Hindernisse auf der Straße stehen und du an denen vorbei willst oder so. Dafür ist das mit dem Antiken. Zweiter Gang. Genau. Und fürs nächste rechts vor links musst du wieder entscheiden, sehe ich was oder sehe ich nichts? Ja, ich sehe gar nichts, deswegen. Dann wieder Kupplung. Bremse. Erst bremsen, damit der Gang nicht so reinknallt. Genau, das reicht. Und dann schleifst du dich langsam rein. Noch kein Gas geben, noch so ein bisschen gucken und dann so jetzt wieder locker. Wenn du an dem vorbei willst, wie machst du das? Spiegel, Spiegel, Schulterweg. Genau. Und zweiter Gang. Wenn jetzt keiner kommt, bleib hier. Dann brauchst du nicht wieder rein, raus, rein, wie so ein Fisch hier durch die Gegend, sondern einfach den. Einfach straight durch so. Weil keiner da ist. Ja, ja. Wir stellen ja niemanden. Genau. Am Ende links. Gut, beeil dich nicht. Oh, genau. Immer arbeiten. Mhm. Hier kannst du links blinken, musst du nicht links blinken. Das ist so, wie du willst. Das ist ja der Ablauf hier. Genau. So. Am Ende links. Bleib mal stehen. Deine Reihenfolge irritiert mich noch ein bisschen. Mhm. Wenn ich sage, am Ende links, dann guckst du ein bisschen, machst schon mal einen Blinker an und fährst dann erstmal weiter. Hast du ein Konzept im Kopf, wenn ich zum Beispiel links sage, was du zuerst machst? Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Seitenblick. Okay. Versuch diese Reihenfolge, also egal was der Prüfer sagt, zuerst in Innenspiegel, Außenspiegel zu gucken und dann zu blinken. Ja. Der Grund ist folgender. Wenn du jetzt erstmal blinkst und dann hier ranfährst und dann guckst, ob jemand kommt. Ich sag jetzt ein Beispiel. Stell dir vor, es kommt irgendwas, was dich irritiert. Mhm. Was auch immer. Eine Oma auf dem Fahrrad, die eierig fährt. Das Schlimmste, ja. Irgendwie sowas. So, das irritiert dich einfach. Du guckst darüber, dann fährt die und dann vergisst du nochmal zu gucken, weil die hat dich irritiert, hat dich aus dem Konzept geschossen und dann fällst du nicht wegen der Oma durch, sondern weil du danach vergessen hast zu gucken und da kommt ein Fahrrad und den segelst du ab. Oh, Scheiße. Deswegen achte darauf, dass du von vornherein die Beobachtung so straight hast, dass egal, was der Prüfer sagt, ob er rechts sagt, links sagt, wir wollen parken, wir wollen umkehren. Ja. Ich mache das immer so, ich mache immer Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und als allerletztes den Blinker und dann kannst du abbiegen. Okay. Ob du jetzt zuerst Schulterblick oder Blinker machst oder erst Blinker, dann Schulterblick, das Ganze. So wie du das jetzt auf dem Schirm hast, da will ich dich nicht aus deinem Konzept bringen. Ich muss schon einmal diesen Zettel schreiben für Christoph. Ach, Scheiße. Ja, ja. So, guck mal, die stehen jetzt wieder halb auf der Straße, siehst du? Ja. Da reicht mir Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Okay. Das reicht. Dann kannst du vorbeigehen. Steht der auf der Straße, also komplett, dann blink. Ja, aber so Hälfte ist noch okay. Hälfte ist nur gucken, okay. Wir fahren rechts weiter. Nice. Guck mal, das war so ein schöner Ablauf, ey. Und wie eine Oma wieder. Genau. Ziehst du einfach locker hier rum. Fertig. Schön rechts bleiben. Hier auf der Seite. Und jetzt wieder Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker. Mhm. Mach mal einen Schulterblick. Ja. So sieht der aus. Das hab ich geglaubt zuerst. So sieht der aus. Ja, ja. Am Ende fahren wir links. Cool. Siehst du was? Nee. Gut, dann langsam rantasten. Ersten Gang hast du, es passt. Kupplung drücken, Kupplung, Kupplung, Kupplung. Schleif dich so ein bisschen rein. Also so mit halber Kupplung quasi. Mhm. Jawohl. Und dann rum. So, direkt zweiter Gang. Die Hand nimmt wieder ein bisschen runter. Also ich fahre auch so. Ja, ne? Nur aber der Prüfer will das nicht. Das können wir dem Prüfer nicht verkaufen. Okay. Siehst du, wie der steht? Mhm. Ruhig weiter weg, ne? Und hier so.
nicht schwitzen. Am Ende fahren wir rechts. Innenspiegel, Außenspiegel. Genau. Yo. Weißt du, wie der Tempomat funktioniert? Ja, klar, mir. Mach ich. Hier, ernst oder was? Das ist ja ein bisschen pingelig jetzt, oder? Das will ich aber auch wohl sagen. Aber ich erkläre es dir mal so. Also hier sind jetzt keine Schilder, wieder 50, alles gut, ne? Mhm. Jetzt locker. Dritter Gang, genau. Und dann hast du links auf dem Lenkrad so ein paar Knöpfe. Da steht zum Beispiel Res und Set drauf. Ja. Drück mal den Set-Knopf. Aber erst, wenn du 50 fährst. Okay. Also erstmal Gas geben. Und jetzt drückst du den Knopf. Füße loslassen. So. Und jetzt hast du bei 52, deswegen steht da unten diese 52. Ja. Den Knopf gedrückt, jetzt fährt die Karre 52. Ach, das ist geil. So, das ist, wenn ich jetzt irgendwie bremse oder Gas gebe. Das Ding sofort wieder aus. Geil. Was der Tempomat halt nicht kann, ist, da vorne stehen schon Verkehrszeichen, siehst du die? Ja, er kann die nicht lesen. Genau, dann musst du halt rechtzeitig reagieren. Sobald du an die 30 gebremst hast, dann auch wieder zweiten Gang einlegen. Dann kannst du aber genau das gleiche machen, wenn du willst. Du drückst bei 30 wieder den Z-Knopf. Also lösen, genau, ein bisschen Gas geben. Dann drückst du wieder den Z-Knopf und lässt alles los. Das gefällt mir. Muss ich viel weniger machen. Sieh, Senior. So, hinter dir, die bleibt auch entspannt. Vielleicht ist sie auch einfach nur kurz eingeschlafen mit dem Kopf. Oh, das kann auch sehr gut sein, ja. Kurz Nocki gegangen so. Ist ja noch früh. Ja. Vielleicht war sie am Fallen gestern so. Dafür liegen die Haare zu gut. Das ist auch so. Aber vielleicht hat sie sich ja schick gemacht für die. Kupplung. Erster Gang. Und dann langsam wieder hinterher. Weißt du, warum diese Ampel blinkt? Wegen der Baustelle? Nee, weil die dahinter rot ist. Ah, das ist so eine Warnung. Genau. Okay. Damit du rechtzeitig Gas wegnehmen kannst, damit du dich nicht beeilen musst und. So, locker schleifen. So. Dann wieder zweiter Gang. Hast du gemerkt, dass das so ein bisschen... Ja. Das lag einfach nur daran, dass du so schnell die Kupplung losgelassen hast. Oh. Und wenn du ein bisschen mehr Cappuccino bisschen machst, ja, genau, dann ist das sofort weg.